herzlich willkommen zu euren Tsunami-Ideen. Jetzt weiß ich, wo diese... Alter! Was ist das? Was ist das denn? Der Server ist tot. Wir sind wieder in unserer WG. Ihr konntet Tsunami-Ideen vorschlagen. Zwei davon haben wir programmiert und die mussten wir überleben. Ihr seid einfach krank und ihr solltet euch Hilfe suchen. Schreibt weitere Tsunamis, die wir entwickeln sollen, in die Kommentare. Viel Spaß mit dem Video. Im Übrigen hat jemand in die Kommentare geschrieben, dass Tsunami-Videos komplett sinnlos seien. Was sagt ihr dazu? Ja, also wenn ich nur die Textur ändere, dann stimmt es auch. Aber wir machen es ja richtig wenigstens, ne? Wir machen es richtig, genau. Das ist nämlich der Grund. Und ich habe den Kommentator gebannt. Aber ich bin für Meinungsfreiheit. Ja. Was steht denn heute auf der Speisekarte? Flashcrafter! Was haben wir denn für Tsunamis, die wir überleben müssen? So, von wem ist der Tsunami? Also der erste Tsunami ist von einem gewissen Wosti. Der hatte eine geschrieben. Wosti, nicht Wursti. Nee, der hatte eine... Würstchen? Ja, in die Richtung geht es tatsächlich schon. Der hatte eine grandiose Idee, nämlich... Ja. Haltet euch fest, Trommelwirbel bitte. Jetzt kommt's. Danke für den Vorschlag. Der Durchfall-Tsunami. Alter, wir hatten so viele geile Kommentare. Netherite, OP-Tsunami, Säure-Tsunami, Tsunami-Tsunami. Und du suchst den Durchfall-Tsunami raus? Willst du mich verarschen? Schön. Du hast jetzt nicht ernsthaft einen Durchfall-Tsunami entwickelt, oder? Natürlich hat er das. Was erwartest du? Das... Ah, geht, Alter. Okay, warte, Vorschlag, wir fangen mit dem zweiten an und gucken, ob wir den Durchfall-Tsunami überhaupt haben. Wird bestimmt noch schlimmer. Wir fangen erst mit dem zweiten an. Der zweite wurde von einem gewissen Elias vorgeschlagen, nämlich... Elias! Nämlich der gute alte Villager-Tsunami. Villager-Tsunami? LOL, du hast doch... Nein, mit einem Villager drauf! Oh mein Gott! Nee. Das sieht irgendwie so aus, als hätte man den da mit so zusammengepresst da reingetan. Ja, so ungefähr. Mit so Presslufthammer. So ungefähr. Dein Einsatz, Sliming. Mein Einsatz! Wo ist Presslufthammer! Das? Mach den Presslufthammer! Gut, dann würde ich vorschlagen, dann versuchen wir uns hier den mal wieder zu überleben, beziehungsweise wir versuchen die am besten irgendwie einzusammeln. Den Durchfall-Tsunami oder den... Nein, nicht den Durchfall-Tsunami, den Villager-Tsunami! Vielleicht können wir irgendwie so ein Sammelbecken bauen. Ja, hast du schon immer, ich rede doch immer vom Villager und nicht von dem Durchfall, ja? Okay. Kein Sammelbecken für Durchfall. Also die Villager müssen wir einsammeln. Aber die Frage ist, wie? Wollen wir vielleicht so einen Trichter von oben machen? Aber das wäre mega geil, wirklich. Ich komme noch immer nicht klar auf diese Durchfall-Tsunami, sag ich ganz ehrlich. Du wirst dich freuen, sagen wir es mal. Ich glaube, das wird ein richtiger Reinfall. Man könnte fast sagen, es wird beschissen. Vor allen Dingen, weißt du, wir nehmen so früh auf. Ich bin gerade aufgestanden. Mhm. Darf ich anmerken, es ist 5:30 abends. Nicht morgens. Hallo? Das schneiden wir raus. Guck mal, ich habe unsere Betten gemacht. Das ist mein Bett. Wir dürfen noch wo schlafen? Mein Bett ist rot, Kopas Bett ist gelb und dann sind die ganzen Betten hier für Flashcrafter, weil der ist bunt. Wow. Achso, ich dachte, weil der ist fett. Ja, die Bewohner müssen ja wissen, wo sie landen sollen. Ist die Nase nicht zu lang? Nee. Kommen die da noch einmal durch? Warte mal da. Oh Gott! Der Major Monogram, nee. Müssen wir die Nase nicht kürzen? So ist besser. Das Ding muss, glaube ich, ein bisschen breiter sein eigentlich, oder? So wunderschön. Das ist jetzt unsere Bewohner-Base. Oh, warum sind wir so dämlich? Warum haben wir nicht den Mund des Bewohners so außen rum gepackt? Das ist unsere Auffangstation für die Bewohner. Hier werden gleich wird die Tsunami gezündet und dann werden quasi hier die Bewohner reingeschleust in unsere WG. Hier unten werden die dann gesammelt. Hier haben wir quasi das Sammelbecken. Wenn das überhaupt so funktioniert, sollten die sich verletzen, dann können wir sie hier verarzten. Gleichzeitig haben wir hier ein paar Betten, da können wir uns ausruhen, wenn uns langweilig ist. Und hier oben können wir alles nochmal beobachten. Genau, und da ist noch das Buffet. Das Buffet nicht vergessen. Okay, dann würde ich sagen, Flashcrafter, walte deines Amtes, der die Tsunami hochprofessionell programmiert hat, wird jetzt die Bewohner-Tsunami zünden. Ich muss kurz beziehungsweise starten. Wieder den Ort finden, wo ich das... Ich habe Angst. 3, 2, 1. Bewohner-Tsunami. Oh, da kommt die braune Suppe, ich sehe sie schon. Okay, was ist denn das für eine Textur? Das sieht aus wie Kekse oder sowas von hier. Sind das Bewohner? Moment, ich muss etwas näher an den Bildschirm rangehen. Das sind Bewohnerköpfe? Glaube, das sind Bewohnerköpfe. Wie gesagt, wir haben die Textur nicht nur die Textur geändert, sondern es passieren gleich richtig geile Effekte. Nicht über diese Fake-Texturen oder sowas. Kommt zurück, die Welle kommt.
Ja, warte doch mal, ich will mir das auch mal angucken. Stimmt, wir haben keinen Weg rein. Das ist doch die Haupttür. Die eine Fronttür. Wieso spawnt ein Creeper? Wieso spawnt ein Creeper? Weil es dunkel ist. Das spawnt einfach Creeper. Willst du mich veräppeln? In der Bewohner-Tsunami spawnt Creeper? Das spawnen hauptsächlich aber Bewohner. Die du hier unschwer erkennen kannst. Das spawnt wirklich Bewohner. Wie awesome ist das denn bitte? Bewohner, meine Freunde, kommt zu mir. Wir haben was ganz Tolles vorbereitet. Spawnen wirklich ganz viel, aber ich sehe... Es spawnen, die schwimmen halt wie gesagt alle hoch, ist das Haupt. Ja, aber ich sehe aktuell vielleicht 30 hier vorne, das heißt, die sind in der Tsunami drin, oder was? Und die schwimmen quasi nach oben. Genau. Hoffen wir mal, wir haben jetzt einfach mal alle Bewohner weggemacht, weil die spawnen direkt wieder. Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das sind so viele, nein, ganz Creeper. Ich bin zu spät! Auch. Oh, oh, oh! Jetzt. Die Welle schon über uns weg. Es geht los! Es geht los, Freunde! Ich komme mir vor, als würde ich durch die Zeit reisen. Warte. Komm nicht auf den Server. Das Auffangbecken. Wo sind denn jetzt die Bewohner? Die spawnen doch jetzt, ne? Ja, die sind im Tsunami, wie gesagt. Oder sie schwimmen. Oh Gott, die ertrinken. Die jetzt müssen laufen hier quasi rein, oder was? Ja, wenn der Tsunami drin ist, dann schwimmen schon Villager in der Schüssel. Da ist einer im Trichter, glaube ich. Echt? Also sorry, wenn es gerade leckt, aber... Ja, da kommen sie langsam. Also ich sehe einen. Der erste Fan! Gott, das leckt! Ah! Also dieser Blick aus der Haustür ist aber auch einfach nur geil. Einfach nur durch die geschlossene Haustür. Bei mir leckt alles! Durch die geschlossene Haustür zu gucken ist so dämlich. Flashcraft hat schon wieder keine Lust mehr auf uns. Boah, ich hab 2 Frames pro Sekunde. Also ich bin jetzt auf dem ganz kurz. Ich bin jetzt hier im Tsunami drin und wenn ich hier rumschwimme, sofern das überhaupt erkennbar ist, wir sind überall Bewohner. Überall! Ja, ist doch gut. Überall! Perfekt. Der Villager Tsunami. Alter! Jetzt weiß ich, wo diese. Alter! Was ist das? Was ist das denn? Der Server ist tot! So viel zum Thema. Ich hab's nicht performanter gemacht als die letzte. Alter, es ist doch. Das ist doch ein. Das, guck mal, wie das leckt! Guck doch mal, wie das leckt! Ich komme vor, als wäre ich im Himmel. Vor allen Dingen, ich meine, wie die Dorfbewohner in den Himmel steigen. Ich meine, das Problem ist halt, also eigentlich... Also selbst bei dieser Menge sollte eigentlich mein PC nicht laggen. Aber das Problem ist, in der Tsunami sind noch ultra viele weitere Tsunamis. Bewohner. Warte, ich bin noch nicht ganz oben angekommen. Ey, das wird kein Video, das wird eine Dia-Show. Ja! Gott, das kann man nicht mehr Video nennen. Daumenkino. Heute sind die das Daumenkino von Lekopa. Wozu haben wir Multibase gebaut? Das hat überhaupt nicht funktioniert. Toll. Der Tsunami ist doch gar nicht mehr durchgelaufen. Ja, wie auch. Der Server stürzt ja alle 30 Sekunden ab. Alter. Dass der Server abstürzt? Nein, hier das. Wie das aussieht, ey. Der ist noch da. Jo, jetzt sind alle gestorben. Ach du Heilige, sieht das geil aus. Wo? Ja, wie ich bin gerade respawned, nachdem ich wieder auf den Server gekommen bin. Und. Ja, ich hab die Base gefunden! Okay, Slash Kill angeben. Ja, mach ich schon. Ach, das mit TP. Ich bin gekickt worden schon wieder, glaube ich. Ja, ich bin in der Base. Jetzt tue ich alles. Aber der Tsunami ist fast durch. Die wichtigste Frage: Ist das Buffet noch da? Das Buffet lebt noch. Ja, und der Raum ist noch sicher nach wie vor. Oh. Ja, ich merk schon, unten hat die Tür nicht. Boah, ich komme mir hier vor wie als mit. Wir haben einen Bewohner haben wir gefangen. Einen Bewohner! Einen einzigen! Echt? Wir haben einen Bewohner? Wo? Ja! Wird schon wieder resettet, mein Gott. Okay, ich würde sagen, das hat keinen Sinn. Lass uns am besten zum nächsten Tsunami kommen. Es kann nicht schlimmer werden. Moment mal, ich hatte hier gerade eine richtig geile Ansicht. Sekunde. Cut! Nein. Boah, das sieht so geil aus. Wir haben so viele kreative Ideen gehabt, ja, und die Zuschauer haben sich einen Durchfall-Tsunami gewünscht. Wer hat's ausgewählt? Hallo? Flash! Beschmutzt! Ja, das heißt, dieses Mal müssen wir tatsächlich einen Bunker bauen. Diese ekelhafte Suppe sollen wir über uns ergehen lassen? So, ich habe mir nämlich natürlich Folgendes überlegt. Das Beste für eine Durchfall-Tsunami ist natürlich, wenn wir hier so ein gigantisches Klo machen. Also einfach so... Das dachte ich auch. Genau, oder einfach nur so eine Schüssel halt, weißt du? Wir müssen nicht hier ein komplettes Klo aufbauen, sondern einfach nur, dass der Poop, oder was heißt der Durchfall, hier schön abläuft. Das heißt, wir machen hier aus Quarzblöcken einfach irgendwie so ein Loch. Klingt das nach einem Plan? Nein, aber egal. So, ganz symmetrisch habe ich das hier aufgebaut. Das ist nicht symmetrisch. Egal, das schneiden wir raus.
Ganz symmetrisch werde ich das jetzt hier aufbauen. Ist das symmetrisch? Ja, jetzt ist es symmetrisch. Und dann lassen wir hier die Wurst quasi ablaufen. Oder ich habe noch eine viel bessere Idee. Gibt es nicht explosiven Durchfall? Explosive Diarrhea? Oh nein. Oh nein. Hier mit TNT. Oh nein. Wie wär's damit? Also wenn du schon mit explosivem Durchfall anfängst, ne, dann wollen wir aber auch wirklich explosiven Durchfall. Da müssen wir schon mehr eher mit, da müssen wir mit ein bisschen heftigerem Kram anfangen, so. So hier sowas. Das ist dann explosiver Durchfall. Echt? Oh, da brennst sogar direkt schon. Ja nicht. Alter! Ey. Was genau kannst du eigentlich, Copa? Ah, da ist eine Zarbombe! Was? Oh mein Gott! Da ist. Die fällt gerade nochmal. Wie kann das es war ich nicht. Sein, dass wir es nicht hinkriegen in einer Aufnahme? Wer von uns ist denn hier der Redstone-Block? Wer hat das denn gerade angezogen? Hallo, ich war's nicht. Guck mal, dir kann man einfach kein TNT in die Hand geben. Es hängt. Es ist alles voll mit Schnee und Eis, alles brennt, es ist alles furchtbar, die Atombombe fliegt in der Luft. Ja, das ist so das Gefühl, wenn man Durchfall hat, oder nicht? 1:1, oh Gott, was? So, Mann, die Welt sieht schon wieder aus, als... Welche Welt? Das TT hüpft, obwohl der Server leckt. Das springt durch die Gegend. Mann, ey, die Atombombe hier oben macht's auch nicht besser. Als ich in Japan war, ne, und da habe ich Eis gegessen und ich war laktoseintolerant und da sah das ungefähr genauso aus auf der Toilette. Och nein! Oh nein, 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 nein! Fleming, was ist das? Das ist die Mona Lisa, nur in braun. Den Kackhaufen hingeschissen. Ich begrüße unseren Freund, den Hub-Tsunami, indem ich ihm halt eine Statue von sich selbst baue. Ja, das Klopapier soll reichen. Ja, hast du das? Ja, natürlich reicht das. Ja, natürlich. Ich meine, schau es dir ab. Junge, das kannst du einmal zum Abwischen nutzen, dann ist das weg. Die ganze Rolle aber bitte auf einmal. Ja, die Handtücher können wir auch nicht mehr verwenden, die sind nämlich auch schon braun. Boah, nee. Alter. Oh. Wir haben auf jeden Fall hier erstmal ein paar Puphäufchen, damit sich der Durchfall auch wie zu Hause fühlt. Dann haben wir hier ein Klo, da soll das abfließen und wir flüchten dann quasi in den zweiten Stock, beziehungsweise in den ersten Stock ist das ja, und werden das Ganze beobachten. Man wusste, sie hat zumindest ein ordentliches Grab bekommen. Wir haben ein paar Parfüm und ein paar braune Sachen hier, das, keine Ahnung, war ich nicht, gehört mir nicht. So, Flash, so nimm, du hast ja ein bisschen was vorbereitet, du hast ja den Eimer voll gemacht und jetzt kannst du mal zeigen, genau, was du geschafft hast. Was hast du denn produziert? Der Durchfall-Tsunami! Also dann, seid ihr bereit für den... Ja! Für die Scheiße. Mach, damit wir haben es hinter uns. 3, 2, 1. Ich riech's jetzt schon. Es geht los! Es wird fest. Es läuft auf uns. Was ist das? Es wird fest. Da sind ja sogar Bröckchen drin. Hier schauen doch Kinder zu. Ah! Was sind das für Sounds? Alter. Was? Das kannst du doch nicht ernst meinen. Was ist das hier? Ich hör nichts, warte mal. Ja, so fühle ich mich gerade, wie der Tsunami klingt. Obwohl, nee, das ist schlecht. So fühle ich mich nicht. Das passiert, wenn ich was? Ich höre dich nicht mehr. Was? Mir wird schlecht. Ich stinke, ich stinke. Boah, es ist sogar schon lila. Man bekommt einen Effektmoment. Nein. Lol. Ja, mir wird auch schlecht. Ich stinke. Übelkeit. Wir stinken alle. Wir sollten, glaube ich, mal. Wir haben keine Dusche eingebaut. Das ist natürlich dämlich. Stimmt, wir haben keine Dusche. Wir können kurz in der Toilette baden gehen. Die Toilette ist doch auch braun. Das kannst du doch nicht. Ja, aber das Wasser hier, das rausfließt, ist noch sauber. Das ist das Ekelhafte, was ich jemals gesehen habe. Ey, ohne Witz. Ja, gar nicht. Das geht über die Wolken, ist das. Dieses Geräuschkulisse ist einfach nur Kacke. Vor allen Dingen, ich verstehe das nicht. Wenn ich Durchfall habe, dann schiebe ich mir immer eine Banane rein. Ey, was? Oh nein, die Kacke kommt reingeflossen. Was, wo? Wo kommt die braune Suppe? Was, durch das Fenster hinten? Nein, das geht auf! Ich bin nach oben geflohen. Aber wieso, hey, ich habe das Fenster geöffnet, aber... Nein! Was ist das? Die Außenfassade wird durch braunes Gold ersetzt. Jetzt hör auf, das braunes Gold zu nennen. Ich stehe auf was Festem. Ich habe was Festes gefunden. Ich habe festen Halt. Hier ist viel zu wenig Land im Tsunami. Nein, hier oben fließt's auch rein. Ich habe aus Versehen das Fenster geöffnet. Ja, das ist mir auch eben gerade passiert. Was ist denn das? Nein! Alles wird geflutet mit Scheiße. Der Baum des Friedens. Ich will mich in Klopapier einwickeln. Nein, ich hasse dich. Also unsere Basis sieht nicht mehr so gut aus, muss ich sagen. Damit mal Minecraft durchspielen, ey. Ich würde nach den ersten 2 Sekunden einen Kollaps kriegen bei den Geräuschen. Es könnte so geil werden, wenn Leute was Sinnvolles vorschlagen, wisst ihr? Also das, was ich hier gerade sehe, ist doch super sinnvoll. Boah, ich komme überhaupt nicht kacke vor.
Ich sehe dich, Sliming. Apropos Code, was hast du hier gecodet? Ja, hat er gecodet. Flashcrafter hat gecodet. Das meinte ich nicht mit Coden. Oh oh. Oh. Nein! Wer zur Hölle war das? Ich hab was Festes. Das Fenster ist einfach nur braun. Das will noch jemand die Karotten essen oder sind die jetzt schon infiziert? Möchte jemand meine Schokoladenkekse haben? Die habe ich selbst produziert. Ah. Ganz wichtig, bitte schreibt für die nächste Folge anständige Vorschläge in die Kommentare. Die letzte Folge mit Diamant und Virus-Tsunami werde ich jetzt auf dem Bildschirm verlinken. Einfach mal reinklicken, dann sehen wir uns auch schon dort wieder. Ich freue mich auf die nächste Folge. Das war's mit der Mod-WG für heute. Bis zum nächsten Mal, bis dahin und tschüss!